Es ist einfach so ein geil, stimmungsvolles Szenario. Absolut eine meiner liebsten Maps in letzter Zeit hier. Es macht einfach Bock, hier rumzurennen und gerade dann auch so ein bisschen mit der Gitarre im Hintergrund, Alter. Mega, sehr, sehr cool. Ja, wie im letzten Mal schon gesagt, dieses Mal machen wir uns nochmal auf die Socken auf Federviehzeug. Das heißt, wir gehen nochmal ein bisschen mehr auf die kleinen Viecher, auf die Fasane und auf Truthahn. Und dazu rüsten wir uns jetzt natürlich erstmal richtig aus. So, und ich habe meine Waffen mal ein bisschen überarbeitet, neu zusammengestellt. Da hinten wird schon wieder fleißig rumgerufen. Wir schauen mal eben rein. Was habe ich mir denn zusammengestellt? Ich bin nach wie vor hier mit der Express Kaliber 22 Virant unterwegs. Dann hatten wir ja gesagt, die Pistole muss auf jeden Fall mit rein. Und ich habe mir gedacht, komm, Alter, schön hier Mexiko-mäßig nehmen wir uns doch nochmal das Sheriffs Modell von 1891. Nehmen wir uns den Ballermann mit Vogelschrot. Da gehen wir rein. Jetzt gucken wir mal eben, was wir hier zur Seite ziehen. So, und dann fangen wir hier an mit der Waffe. Das ist die größte. Und das sind dann die zwei kleineren. Und da haben wir die Munition noch eben drauf. Das ist der größte Ballermann. Also auch hier jetzt wieder alles sortiert nach Klassen sozusagen. Ne? Also Klasse 1, Klasse 1 und Klasse 2 bis 6 auf der Pistole. Das heißt, damit ähnliche Wirkung wie mit dem 243, mit dem Gewehr auf dem Kaliber 357 hier mit der Pistole. Das wird schon irgendwie funktionieren. Visiere habe ich nur auf dem einen Gewehr. Ansonsten sind wir ausgerüstet und wir gehen uns ja noch mal ein paar Vögel suchen. Auf geht's. Ich renne nach wie vor erstmal wieder in Richtung des Windes. In diesem Fall heute kommt der Wind mal aus Richtung Osten. Und wir machen uns mal da auf die Berge. Bis gleich. So, jetzt sind wir doch hier so langsam oben angekommen, oder? Und tatsächlich ganz oben auf dem Hügel angekommen, abgefahren. Richtig gute Übersicht jetzt hier. Wir können noch mal gucken, wo sich spannende Regionen befinden und wo wir vielleicht dann auch noch mal ein paar Vögel kriegen. Das heißt, wir suchen ja die Truthähne bzw. die Fasane. Na siehste, das hat sich doch gelohnt. Nochmal ein ganzes Stückchen weiter marschiert, noch ein bisschen weiter hoch hier. Und da vorne giggelt und gaggelt es auch schon los. Sehr gut, wir machen uns mal vorsichtig in die Richtung auf den Weg. Vielleicht sind da ja noch mehr. Oh, der Hase. Hase, geht's noch? Okay, was machen wir? Wir haben den Rotluchs. Ich würde sagen, nehmen wir den als erstes. Wenn wir ihn kriegen. Rotluchs. Und danach auf die Vögel. Oh, das wird wieder wild. Neben mir ein Kaninchen, Alter. Der hoppelte einfach lang. Der Antilopenhase, oder wie die heißen. Ich werd weich, ey. Schritte, close. Könnten natürlich noch die Hasen jetzt sein. Schritte ganz nah. Wichtig jetzt bei dem Ballermann,
Der hat nicht viel Aufpilzung. Das heißt, im Idealfall also besser ein bisschen länger zielen. Wie gesagt, da ist nicht viel Aufpilzung. Der Schusskanal ist sehr, sehr dünn. Da, direkt close. Direkt vor mir. Kommt hier direkt an. Guck mal hier. Wir sind nicht komplett unsichtbar. Da läuft er. Okay. Kannst es dir nicht ausdenken. Der erste Schuss ging komplett daneben. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe das so oft, wenn ich über Kimmer und Korn schieße, dass der erste Schuss so dermaßen daneben geht. Oder halt gar nicht irgendwie rauskommt. Krass. Was war das zur Hölle? Ich hab's gar nicht erst erkannt. Ich wollte gerade losrennen. Ei, ei, ei. Ach du Schande. Die Miezekatze. Ganz, ganz, ganz erbärmlich getroffen. Ei, 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 ei. Das machen wir nächstes Mal besser. Ei, 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 ei. Oha, direkt vor. Direkt voraus. Da. Im Gestrüpp, da rennen sie rum. Die Fasane. Okay, wir wechseln gleich mal aufs Schrot, aufs Vogelschrot. Der alte Ballermann hier über Kimmer und Korn. Und was hatten wir beim letzten Video raus? Da. Wir hatten. Da. Die müssen fliegen. Die müssen fliegen oder fliegen sie los? Erster Schuss. Ich habe keine Ahnung. Die sind viel zu weit weg, Alter. Aber das ist das Gute. Wir haben sie jetzt da vorne quasi in Sicht, wo sie hingeflattert sind. Und die werden wir jetzt erstmal verfolgen. Und da mache ich mich auch relativ laut hier auf die Socken. Guck mal hier vorne, close. Close. Abwarten, bis er anfängt zu fliegen. Hier, noch eins. Ach, guck mal. Und jetzt erst. Ei, ei, ei. Okay, ich muss ein bisschen drunter aimen. Einen haben wir und da hinten gehen die nächsten wieder runter. Da hinten, ja, da hinten sehe ich sogar noch ein Männchen. Das hätte ich jetzt gerne. Das heißt, ich renne jetzt drauf zu. Beziehungsweise machen wir noch ein bisschen langsam. Ne, flattert schon los. Und ich hab's. Und ich habe ihn. Den dritten, den warten wir ab. Zwei Stück, bisschen vorgeaimt. Und es hat funktioniert. Erster Bronzewirkung. Hier sehen wir schön das Schrot, wie es ankommt. Ist natürlich nicht so schlecht. Mit dem Schrot natürlich auch übelst praktisch. Aber den ersten Ringfasan, den haben wir. Sehr schön. Sehr schön. Und damit kommen jetzt auch die Points rein fürs Flinten. Für die Flinten. Dass wir da dann auch bessere Flinten nutzen können. Top. So, wo waren die beiden anderen? Ja, hier sehen wir schon den Anschuss. Auch da. Ei, ei, ei. Mächtiger Anschuss. Und direkt. Und da hinten liegt der nächste.
Hier haben wir das Männchen mit einer Silberwertung. Das ist geil. Das finde ich super. Ringfasan mit Silberwertung immerhin. Top. Im Flug erwischt, aber auch satt erwischt. Komplettes Geschwader. Schön. Sehr gut, ey. 10 Treffer. Und da vorne haben wir den nächsten. Also, so funktioniert das doch. Und dann geht das auch mit den Wertungen. Dann macht das auch Sinn hier. 4 Treffer. Fasan, Weibchen. Top. Sehr schön. Auch das noch mitgenommen. Und da ruft es doch direkt nochmal irgendwo. Close, 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 close. Wir haben 3 Schuss drin. Ich bin gespannt. Da. Direkt vor der Nase. 1, 2, 3. Und dann geht's hoch. Und sie flattern. Schwierig. Übelst schwierig. Ich sage dir, Alter. Und da hinten gehen sie wieder runter. Ich wollte eh in Richtung Leuchtturm. Das ist Aussichtsturm. Das ist gar nicht schlecht. Da gehen wir direkt mal wieder hin. Krass. Oh, guck mal, wie weit die noch fliegen. Die fliegen ja die ganze Zeit noch. Einer ist runtergegangen schon. Ob ich ihn doch noch halb getroffen habe? Aber... Naja, immerhin einer noch, ne? Ich meine, wenn es nur ums Geld gehen würde, ne? Könnte man halt immer draufballern. Einfach draufholzen, gut ist. Aber man will ja auch wenigstens eine vernünftige Wertung. Gerade bei den männlichen, wo dann eh die... Hier überall wieder. Überall im Gebüsch. Es soll ja hier, oder es gibt ja hier auch einen noch besseren Ballermann, ne? Ich glaube mit 5 Schuss, ich glaube den werde ich mir mal gönnen. Demnächst, wenn die Kohle da ist. Und dann hier mit Schrot natürlich dann auch nochmal schön rumhantieren können. Das sind die Hasen, glaube ich, auch. Nee, doch, da. Oh, close. Close. Abgefahren. Rabams. Ist das wild, Alter. Ist das wild, ey. Aber das ist auch ein rudimentärer Ballermann, den ich mir hier ausgesucht habe. Mit dem Messinggeschoss. Alter Falter, ey. Da holzt aber auch anders wild rein, das Gerät, ey. So, machen wir mal ein bisschen Strecke hier. Vielleicht sehen wir noch einen. Und da geht's auch direkt wieder los. Hier, Warnruf, sofort. Hier ist ja noch richtig viel Action. Das Gute ist, ich komme immer näher an den Aussichtsturm, dass wir da auch gleich schön hochgehen können. Ja, es wird langsam dunkel. Es wird langsam dunkel und die Spuren verschwinden auch schon so langsam. Ich mache mich mal eben auf die Socken hier oben hoch auf den Turm. Dass wir den zumindest schon mal entdeckt haben hier. So, angekommen hier oben. Oh, was eine Qual. Aber was eine Aussicht. Und das ist mit eine der geilsten Sachen hier auf dieser Map. Dass man halt hier richtig schön weit
die verschiedenen Camps sehen kann. Guckt euch das an. Man kann von hier aus schon quasi direkt das nächste Camp anpeilen. Das ist die Base. Genau, die habe ich schon. Das ist die hier unten. Und von hier aus könnte ich jetzt sagen, okay, guck mal da drüben, da leuchtet. Gehen wir nochmal darüber. Dann habe ich da die nächste Base. Markierung gesetzt. Genau, der Wind passt auch noch. Ja, und dann kann man sich halt gezielt auf die Socken machen. Richtig gut, finde ich mega gut hier an der Map. Oder wenn man dann sagt, okay, der Wind kommt aus einer anderen Richtung, sucht man sich halt eine andere Stelle. Schmeckt. Also, auf geht's. Tja, nach diesem Gewaltmarsch haben wir es geschafft. Wir sind endlich angekommen hier. An der nächsten Base. Wir werden hier direkt vom Rotlux empfangen. Jawohl, hier machen wir uns erstmal lang in der Base. Und ich würde sagen, am nächsten Tag geht's dann hier weiter. Das heißt, erstmal hier schön nächtigen und dann werden wir schön in den Morgenstunden wieder aufbrechen und uns nochmal ein paar Fasane suchen. Ab in der Base. Zack, nochmal schnell was zu essen machen, den Ofen anmachen und dann hauen wir uns hin. Gute Nacht. Also legen wir los. Wir sind ja immer noch ganz vernünftig ausgerüstet mit Munition und mit sämtlichen passenden Gewehren, beziehungsweise auch mit der Pistole. Und ja, es geht nochmal los auf Federviehzeug. Der letzte Abend war schon mal gar nicht so schlecht. Aber ich denke, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen mehr drin. Und ich mache mich jetzt erstmal hier schön in den Morgenstunden mal auf die Suche nach den nächsten Fasanen. Irgendwo in der Area werden doch noch welche sein. Wow. Und wieder mal das weite Land vor den Augen. Wahnsinn, Wahnsinn. Eine absolut geniale Map. Einfach weil man auch so weit sehen kann. Und weil es, ja, ich sag mal, bis auf ein paar Ausnahmen, alles auch recht gut einzusehen ist und nicht so dicht bewaldet ist. Es sind immer wieder freie Flächen. Man kann richtig gut auch mal auf lange Sicht einen Schuss absetzen. Jetzt bin ich gerade hier überall auf dieser Fasanenspur. Hier ist ein ganz wildes Gebiet. Jetzt habe ich natürlich gerade die männliche Spur gerade verloren. Die ging aber komplett hier da vorne rennen sie. In diese Area. Und da rennen sie wieder. Also Augen offen halten. Und gleich sobald möglich versuchen, nochmal einen Schuss abzusetzen. Im Idealfall gezielt und natürlich in der Luft. Wow. Bleib hier. Bleib hier. Wo ist er? Wo ist er, der Gockel? Alter. Die sind auch so gut getarnt, ne? Nein, Mann. Ich kann jetzt nicht. Das hier ist die Spur. Laufend. Was mit der Losung? Gerade eben. Hier unten im Dickicht. Das sind die Hasen, verdammt. Alter, Fasan und Hase.
veräppeln mich hier. Jetzt das Weibchen. Wow. Wow. Alter, was ist hier los? Immer noch. Da ist er. Zack. Eieiei. Komplett weggenudelt. Aber wo ist das Männchen hin? Vor mir wieder. Weibchen direkt hier. Zwei Stück, drei Stück. Na? Nummer drei rennt weg. Besser. Ja, bisher eine super erfolgreiche Jagd. Ich bin echt zufrieden, kann man nicht anders sagen. Einiges erledigen können. Viel entdeckt. Und sogar hier schon direkt wieder in der Nähe von der nächsten Base gelandet. Sehr, sehr praktisch. Also eine Map, die sich super lohnt, wenn man Bock hat, auch auf die kleineren Tiere. Macht richtig Bock. Absolut geil. Ich bin gerade richtig angetan von der Map. Heißt also, ich werde demnächst auf jeden Fall noch mal ein paar Runden hier auf der Map drehen. Immerhin Fasan erledigt, mehrere Weibchen erledigt. Ich werde immer schön den kleinen Kaliber Ballermann mitnehmen. Wahrscheinlich werde ich jetzt demnächst noch ein bisschen mehr mit der Schrotflinte rumrennen. Ich hoffe, ich habe bald die Kohle zusammen für den mexikanischen Ballermann. Dann werden wir da demnächst mal mit rumrennen. Ansonsten geht es natürlich das nächste Mal auf jeden Fall nochmal mit den Pistolen auf Weißwedel, dass wir auch die Pistolen ein bisschen weiter pushen können. Weidmanns Heil, ihr Lümmels, wenn das Ganze gefallen hat, gerne den Kanal abonnieren, einen Daumen da lassen fürs Video und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch.